Hello and welcome to the show. Hallo, schön, dass ihr zuschaut. Ich habe Post bekommen. Und zwar habe ich 3 große Pakete gekriegt. So schauen sie aus. Ich habe alle schon aufgeschnitten und wir gucken jetzt einfach mal rein. Ich beginne mit dem größten Paket, mit Oceans Apart, und dann gibt es noch 2 Pakete, die ich von ganz, ganz lieben Zuschauerinnen geschickt bekommen habe. Ich bin schon mega gespannt, was da drin ist, weil ich habe keine Ahnung. Also bei einem Paket weiß ich ein Produkt, was drin ist, weil das war der Auslöser. Ich erzähle euch alles nachher gleich. Wir schauen jetzt einfach mal in alle Pakete rein. Ich zeige euch, was neu bei mir eingezogen ist. Starten möchte ich mit dem größten Paket. Das habe ich jetzt gerade ausgeräumt. Und zwar ist das von Oceans Apart gekommen. Ich liebe die Sets von Oceans Apart. Ich habe ja schon 2 daheim. Und jetzt habe ich 3 weitere mega, mega tolle Sets bekommen. Ich freue mich riesig und zeige euch die. Also ich blende auch immer ein bisschen was dazu ein, wie das Ganze getragen aussieht. Und blende euch auch ein, wie die Sets heißen, falls sie euch interessieren. Ich habe natürlich auch einen tollen Rabattcode für euch. Zeige ich euch, blende ich euch aber auch gleich ein. Jetzt erstmal zu den Sets. Ich zeige euch als erstes das Set, was ich anhabe. Und zwar besteht es aus einer grünen, ganz, ganz bequemen, lässigen Hose. Ja, da ist auch Oceans Apart aufgedruckt. Und dazu gehört ein tolles Top, ein tolles Oberteil. Das habe ich hier drunter an. Ihr seht das alles eingeblendet gleich. Also in vollen Zügen. Was mir in dem Top ganz besonders gut gefällt, ist, dass es hier so nah beim Hals ist und so praktisch schulterfrei. Ich finde, das ist nochmal was ganz Besonderes. Und ich finde auch den Schnitt von den Sachen echt ganz besonders. Und das zweite Set, was ich bekommen habe, das ist tatsächlich gerade mein Lieblingsset jetzt gewesen beim Anprobieren, weil das einfach so gemütlich ist. Und da gehört dieser coole Hoodie dazu. Gibt es also hinten eine Kapuze und hier den Aufdruck und hier den Aufdruck und ja, so Bundles und so. Und da gehört eine Menge dazu. Es gehört zum Beispiel dieses tolle Top hier mit dazu. Und das hat hinten auf dem Rücken so, ja, so eine, wie sagt man, so eine Kreuzschnürung. Nee, so ein Kreuz, also ja, es ist über Kreuz. Und was ich cool finde, weil viele Tops, die ich jetzt habe, sind eben so nah am Hals. Und wenn ich ja doch mal im Sommer etwas tiefer ausgeschnittenes oder so anhabe, das hier passt da super drunter, finde ich. Und es ist eben auch schwarz und so weiter. Und ja, da könnte ich jetzt auch irgendwie ein dunkles Kleid oder sowas auch drüber ziehen. Das gefällt mir besonders gut. Und noch eine mega legere Hose gehört zu dem Set dazu. Genau, das ist sie. Auch wieder mit Aufdrucken und so weiter. Und ja, sie ist einfach super bequem und elastisch. Und die 2 Sets, die ich bisher habe, das ist die gleiche Hose in einer anderen Farbe, was ich bisher schon habe. Und so gemütlich. Also einfach nur so zum Chillen für Homeoffice oder so. Finde ich das perfekt. Jetzt habe ich eben noch diese dunkle Farbe dazu. Muss ich ein bisschen aufpassen mit Katzen- und Hundehaare. Ja, ich habe ja alles daheim. Aber das kriege ich auch hin. Ja, das ist jetzt meine persönliche Herausforderung. Bei diesen 2 Sets ist noch immer was dabei. Und zwar habe ich jetzt hier ein Paket bekommen. Und ich glaube, das ist bei beiden Sets, die ich jetzt euch gezeigt habe, hier eine Basecap dabei. Und tatsächlich, ich trage im Sommer ständig Basecaps, weil das ist so mein Sonnenschutz. Ja, als Sonnenhut, was auch immer. Ich trage eigentlich immer im Sommer Basecaps. Ich habe 3 Stück, glaube ich. New York Yankees habe ich mir damals in New York gekauft. Und ja, jetzt habe ich eine neue und ich finde, ja klar, schwarz wird es ein bisschen ausblenden dann irgendwann von der Sonne. Aber so lange finde ich die echt, echt schick. Und dann könnte eben bei dem Set noch dabei sein an Haargummi oder eben auch Socken. Also bei mir waren jetzt Socken dabei gelegen. Finde ich auch echt, echt cool und zwar so schöne. Ich habe sie auch an. So schöne Wollsocken, so ganz gemütliche. Und ja, ich mag die total gern. Ich glaube, früher hat man Tennissocken dazu gesagt. Einfach nur für daheim, weil für manche Schuhe sind die ein bisschen zu dick. Aber einfach so für gemütlich, für daheim, für Homeoffice, die sind einfach super. Ich habe jetzt oben zum Beispiel hier in meinem Büro, habe ich keine Fußbodenheizung. Und dann brauche ich eigentlich immer so dicke, kuschelige Socken. Und das ist für mich jetzt auch wieder so ein ganz perfektes Homeoffice-Outfit. Und ich bringe ja morgens auch immer meinen Sohn in die Schule, trotz Homeoffice.
Und da kann ich ruhig so ein Set anziehen. Also ich finde das jetzt überhaupt nicht peinlich, damit auch rauszugehen einmal oder mal schnell in den Supermarkt zu gehen. Also das habe ich mir irgendwie abgewöhnt, mich dafür aufstylen zu müssen, weil ich finde diese Outfits richtig schön auch zum Rausgehen. Aber ich kann das eigentlich jetzt gerade mit dem schwarzen Set oder mit dem Set, was ich euch jetzt gleich noch zeigen werde, sehr, sehr gut vorstellen, eben auch rauszugehen, was nicht Sport betrifft. Natürlich sind die Sets für Sport natürlich, also das, was gleich kommt, vor allem, ja, richtig optimal. Ich mache tatsächlich ab und an Yoga. Ich habe es mir eigentlich noch mehr vorgenommen gehabt, für dieses Jahr Yoga zu machen. Aber noch, ja, so ein bisschen innere Schweinehund. Ich mache es zu wenig. Und das nächste Set, was ich euch jetzt zeige, das dritte Set, wird mich dazu anheizen, öfters das mal zu machen. Und zwar ist es in einer Farbe, die ich richtig, richtig cool finde. Und ist diese Hose nicht prädestiniert für alle möglichen Sportaktivitäten und so weiter? Also die ist sehr eng anliegend und vor allem ist die auch eben ein bisschen straffend und so weiter. Ja, ich habe ja auch das ein oder andere Kilo zu viel und das sieht man mit der Hose nicht so. Das ist optimiert alles so ein bisschen schön. Also ihr seht es jetzt eh gleich auch eingeblendet. Ja, und die Farbe, ich finde einfach, die Farbe ist eine meiner Lieblingsfarben. So schön, so ein Blaugrau, würde ich immer sagen. Mit dabei ist auch ein Top. Oh mein Gott, dieses Top ist so toll. Das ist so angenehm zu tragen und es ist eigentlich diese Form, die ich schon seit 10 Jahren ungefähr als Tops immer trage, wo einfach ist. Also ja, da muss man nichts Besonderes beachten, da schlüpft man rein und fühlt sich wohl. Und so ist es bei den Tops. Also da hat man nicht das Gefühl, oder mir geht es zumindest so, dass ich dann abends auf dem Sofa sitze und mein BH zwickt oder irgendwas. Damit kann man sich einfach gemütlich irgendwo reinfläzen. Und da ist noch ein Pulli dabei bei diesem Set. So schaut er aus. Diese Pulliform habe ich schon in so einem schönen Altrosé. Und jetzt habe ich sie noch zusätzlich in einem schönen, ja, Marineton. Und es ist so weich und kuschelig. Also, ja, ich mag es. Und ich muss auch eben sagen, meine Einstellung zu allem hat sich ein bisschen geändert seit 2 Jahren. Ihr wisst warum. Vorher war ich 5 Tage die Woche im Büro und habe dort gearbeitet und hätte jetzt mehr, ich will nicht sagen Business Outfits, aber eben mehr so Outfits gebraucht, wo ich dann wirklich ins Büro gehen kann. Und inzwischen bin ich 4 Tage die Woche im Homeoffice und am Wochenende meine ganzen Veranstaltungen, meine Hobbys, alles findet nicht statt. Das heißt, mein Leben ist jetzt mehr zu Hause als früher, auf jeden Fall 1000-mal mehr zu Hause. Und da brauche ich einfach ein paar mehr gemütliche Klamotten, die mir es da ein bisschen verschönern und ja, den Alltag einfach schmackhaft machen. Es ist ja auch immer nicht ganz leicht, nur zu Hause zu sein oder viel zu Hause zu sein, wenn alles nicht stattfinden kann und so weiter. Und da braucht man ein bisschen was, an dem man Freude haben kann. Zum Beispiel Make-up und das Ganze, was ich so auf meinem YouTube-Kanal treibe. Und eben auch solche bequemen, gemütlichen Klamotten dazu. Also ich finde, das ergänzt sich wunderbar. Ich kann euch die Sets von Oceans Apart ans Herz legen. Und ich habe natürlich auch einen Code für euch. Ich muss ihn gerade mal nachgucken. NNW2. Ich blende ihn natürlich auch nochmal ein. Damit bekommt ihr aber einen Mindestbestellwert von 79 Euro 2 Sets zum Preis von einem. Shoppe ein Set und suche dir ein weiteres aus dem Gift Chooser gratis dazu aus. Klingt toll. Also wenn ihr Lust drauf habt, nehmt das gerne an. Ihr könnt da gerne bestellen. Und ja, die Sets austesten. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich habe die Produkte jetzt gerade zur Verfügung gestellt bekommen, dass ich sie euch zeige. Meine Option war aber, ich habe aber gesagt, wenn die Sachen mir nicht gefallen, schicke ich sie euch zurück und zeige sie nicht. Da sie mir aber gefallen, zeige ich sie euch und ja, habe ein gutes Gewissen dabei, weil sie Sachen einfach schön und gemütlich sind. Und wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid wie ich, also jetzt mehr so zu Hause und auf Chill-Modus als ja, auf Weggehen-Modus und auf weiß ich nicht, Freizeitaktivitäten-Modus, ist es einfach was ganz Gemütliches und Lässiges. Ich mag es echt gern. Ja, schön. Also ich packe die Sachen auf die Seite. Lass hier den Hoodie an, weil das ist wirklich gerade mein Lieblingsteil aus der Bestellung auch, weil das ist so gemütlich und komfortabel und zwickt nirgends und das ist einfach nur bequem. So, und jetzt geht es noch um 2 weitere Pakete, die mich erreicht haben. Und 1, 2... Ich freue mich immer riesig, wenn sich irgendwie ja, da jemand meldet und fragt, ob er mir was zuschicken darf. Und ich sage dann, oh, kann ich dir das bezahlen oder Portokosten oder so? Und dann kommt, nein, das soll ein Geschenk sein. Und ja, schön, danke.
Es ist so, so lieb und manchmal ein bisschen schwierig zum Annehmen, wenn, ja, wenn man sowas Tolles irgendwie angeboten kriegt. Aber ja, ich freue mich dann natürlich auch mega drüber. Ich habe von der lieben Nicole ein Päckchen bekommen. Und zwar ist das eine ganz, ganz liebe Abonnentin von mir. Und sie weiß auch, dass sie gemeint ist, weil ich habe gesagt, ich möchte unbedingt, wenn du mir schon was schickst, das auch in einem Video auspacken. Freue mich da riesig drüber. Und zwar ging es darum, dass ich, ich weiß nicht mehr, in welchem Video das war, auf jeden Fall dieses Augenbrauengel von Kyrolan total gelobt habe und gesagt habe, oh, schade, ich habe leider kein Backup mehr, muss mal gucken, ob ich noch irgendwo eins herbekomme, weil das wirklich, wirklich toll ist. Also ich finde das also ungefähr gleich wie Benefit, wobei ich Benefit eben nicht mehr unterstützen möchte. Und dann hat sie gemeint, ja, sie hat noch eins daheim irgendwo rumliegen. Hat dann geschaut und hat gesagt, ja, sie packt noch ein bisschen was anderes rein. Ja, und dann hat sie mir einfach mal eine Glossybox geschickt. Also, liebe Nicole, falls du das hier siehst, vielen, vielen Dank. Und ja, ich kenne ein Produkt. Ich habe es jetzt aufgeschnitten. Ich habe noch nicht reingeguckt. Und ja, wir gucken jetzt immer gemeinsam rein. Der Schere sollte halt immer am Start sein. Das wäre von Vorteil. So. Und das ist der Blick hinein. Voll schön. Also ich finde es auch so süß. Ja, so, wenn sie sich so Mühe macht irgendwie, das ist so lieb. Nicole, ich schaue dir sehr gerne zu. Danke für all deine tollen Videos. Liebe Nicole, ich hoffe, ich kann dir damit eine kleine Freude bereiten. Ganz lieben Gruß aus Duisburg von Nicole. Etwas Schnupp für deinen Sohn. Schnupp. Okay, das ist vielleicht so Slang. Also was zum Schnabulieren, schätze ich jetzt. Und ich sehe auch schon was. Okay, ja. Jogurette, wer liebt sie nicht? Ich liebe Jogurette. Ja, ich mag Früchte gern und das ist einfach so lecker. Es ist einfach so lecker. Ich werde mir das sehr, sehr gut einteilen, weil momentan gucke ich ein bisschen drauf, ein bisschen weniger zu essen. Beziehungsweise gezielter einfach zu essen und das werde ich mir einteilen. Aber das bleibt auf jeden Fall, das muss, ja, das bleibt bei mir. Ich habe jetzt so eine Süßigkeiten-Schublade, wo ich dann alles reinpacke. Und so ab und zu mal gehe ich dran und hole mir dann wirklich nur eine Kleinigkeit raus. Also bin ich schon sehr diszipliniert. Und ich glaube, das hat sich von meinem Sohn gemeint. Und der mag solche Süßis natürlich gern. Er liebt Gummibärchen. Und wenn ich dem das nachher gebe, der flippt aus. Rote Früchte liebt er auch. Also... ja, Himbeeren sind seine Lieblingsfrüchte, sein Lieblingsobst und ja, vielen, vielen Dank, Nicole. Also damit hast du voll unseren Geschmack getroffen. Ja, und es sind noch mehr Sachen drin. Es sind noch mehr Sachen drin. Es sind noch drin von Kneipp Badekristalle. Einmal barfuß im Gras und einmal Spuren im Sand. Und ich finde, das klingt alles so nach Wellness, nach Urlaub irgendwie. Oh, schön. Und die Bilder dazu, ja, voll schön. Dankeschön. Und dann gibt es hier noch was Eingepacktes. Oh, ich sehe es schon. Toll. Oh, da ist es. Das ist das Augenbrauengel, von dem ich geschwärmt habe. Das ist von Kryolan Eyebrow Firming Gel. Und ich mag das sehr, sehr gern. Warum du das nicht benutzt, sondern weitergibst, weiß ich nicht, weil das kann ich nur empfehlen. Es ist echt toll. Die Marke Kryolan stellt eher so Theaterschminke her und ich habe jetzt da mal ein bisschen geguckt, die haben auch Lidschattenpaletten und alles mögliche. Muss hier auch wirklich gut halten, denke ich mir, weil wenn das jemanden auf der Bühne dann das trägt, muss es ja auch den ganzen Abend mit Schwitzen und so weiter auch gut halten. Deswegen sollten die anderen Produkte auch, denke ich mir, gute Qualität eigentlich haben. Ja, also sehr, sehr spannend und vielen, vielen Dank dafür. Ist es aber noch nicht alles. Ich zeige euch ja mal das nächste. Es ist von Aqua Hero ein Body Scrub. Das habe ich tatsächlich auch noch bei mir im Backup liegen. Habe es noch nicht getestet. Jetzt habe ich zwei. Ich werde es auf jeden Fall bald testen. Ich habe es mir aufgehoben, weil es eben so eine kleinere Größe ist mit 50 oder wie viele Millilitern hatten das? 30 Milliliter. Und sowas ist für mich immer ideal in Urlaub mitzunehmen. Also das kommt sowas, solche Größen kommen bei mir oft in den Wohnwagen. Und das ist dann einfacher, wenn ich jetzt dann zum Badehaus gehe und dann unter die Dusche, dann so eine kleine Größe mitzunehmen, also wenn ich immer die ganz großen Pföttchen oder so mittrage. Deswegen, ich überlege, ob ich das gleich nehme. Oder auch zu mir in den Wohnwagen kommt für den Sommer, für Frühling, für Ostern, für wann auch immer ich wieder wegfahren kann. Ja. Und noch etwas. Oh, wie cool. Das habe ich erst gestern getragen. Und zwar dieses Paper Parfum war in der Glossybox einmal drin. Und viele, ich glaube, das war so eine
Hassliebe. Also manche lieben es und manche hassen es. Also es gibt irgendwie nichts dazwischen. Das hat so richtig gespalten. Manche mochten das gar nicht, weil es eben schon ein bisschen herber ist und alles andere als dezent. Und manche lieben es und ich trage das wirklich sehr, sehr gerne. Man muss halt echt aufpassen, es ist so dermaßen stark. Ich tue mir halt immer hier einen Sprüher hin, dann mache ich so und so und es reicht und ich rieche es abends noch. Das ist wirklich ganz arg kräftig. Ich finde es toll, also ich mag das unheimlich gerne. Und das sind so kleine Größen, aber das Original kostet, glaube ich, weit über 100 Euro oder so. Also wenn man das Große dann kauft. Sehr, sehr süß. Also boah, ich bin echt sprachlos. Vielen, vielen Dank. Also ich mag das echt gern und da jetzt nochmal Backup zu haben, mega. Und jetzt kommt gleich noch ein Liebling von mir. Und warum gibst du sowas weg? Das ist echt genial. Es geht um dieses Hand Scrub von Human and Kind. Das habe ich gerade im Badezimmer am Waschbecken stehen und benutze das ja eigentlich immer. Spätestens, wenn ich die Nägel ablackiere, also mit Nagellackentferner, den Nagellack wegmache, das tut so gut und irgendwie nochmal dieses Peeling drüber. Ich finde das echt, echt schön und mein Sohn benutzt das auch nur manchmal. Ich glaube, das hat sogar genau Himbeer. Himbeerduft. Ich mag das echt gern und freue mich da auch mega, mega über ein Backup. Vielen, vielen Dank, Nicole. Das Päckchen ist ausgepackt. Classy Box ist leer. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Nicole. Das sind so süße Sachen. Vielen, vielen Dank. Es geht weiter mit einem zweiten Zuschauerpaket. Das ist relativ leicht, aber groß. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und zwar ist das von einer ganz, ganz lieben Abonnentin aus Wien, die mir schon ein paar Mal was geschickt hat. Liebe Grüße an dich, Jay. Ja, ich habe ihr auch schon öfters was geschickt und eigentlich, wo ich jetzt über Silvester in Wien war, hätte ich sie gern getroffen, aber sie war leider nicht da. Das hat also leider nicht geklappt, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich denke, irgendwann treffen wir uns mal. Es war oben eine Menge Füllmaterial, habe ich jetzt mal rausgenommen und darin verbirgt sich eine große Box in einer My Little Box Tasche. Mega, mega süß. Tun wir mal den Karton weg. Also erst einmal zu der Tasche, die gab es ja jetzt im Januar in der My Little Box und ich mag die auch voll, also ich finde die voll schön. Ich habe es jetzt zwar noch nicht benutzt, weil ich noch nicht genau weiß, für was, aber wenn ich das jetzt so sehe, ja, man findet immer eine Verwendung dafür. Ich habe es jetzt für mein Notebook hergelegt und wenn ich dann mal das Notebook mitnehmen muss oder so, dann kann ich die auch verwenden. Aber es gibt tausend Sachen, was man damit machen kann. Also man sieht es ja jetzt, es kann auch als Polsterung für irgendwelche Beauty-Schätze verwendet werden. Und da drin verbirgt sich jetzt natürlich auch noch was. Mein Gott, das ist so wie Weihnachten im Februar. Ah, dabei habe ich noch gar nicht Geburtstag. Oh Gott, wenn ich an meinen Geburtstag denke, dieses Jahr werde ich noch 40. Nein. Okay, wie geht denn das? Das ist ja auch cool. Das ist so eine Box, die man links und rechts so rausziehen kann. Ich weiß gar nicht. Ah, das ist eine Look Fantastic Box. Echt spannend. Und dann geht in der Mitte dann so ein Kläppchen hoch. Ihr seht es jetzt nicht so. So geht in der Mitte ein Kläppchen hoch. Und dann liegen da einfach wunderschön die Sachen drauf. Oh mein Gott. Es war noch hier so ein Zettel drin, der Weg. Den hatte ich auch in meiner Little Box drin. Ja, ganz nett. Aber jetzt gucken wir da rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ihr dürft mal kurz reinspicken. So schaut's aus. Blups. Ja, ich finde es einfach so schön, wie viel Mühe ihr euch da macht. Echt, echt. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob da ein Briefchen, sehe ich jetzt nicht. Oder ist es da drauf? Ah, da ist das Briefchen hinten drauf geschrieben. Liebe Nicole, zu Weihnachten habe ich es leider nicht geschafft. Dafür bekommst du jetzt einfach einen Neujahrsgruß. Nochmals vielen Dank für mein Paket. War sehr gerührt, dass du an mich gedacht hast. Hoffe, du hattest einen guten Start ins neue Jahr. Für Gesundheit und Glück sollen dich in diesem Jahr begleiten. Ja, das Paket war irgendwie lange unterwegs. Sie hatten schon nachgefragt, warum ist das noch nicht da und so. War da schon die Angst, ob es verloren gegangen ist, aber jetzt ist es da. Natürlich kann ich nicht immer deinen Geschmack treffen, aber ich hoffe, es ist für dich etwas dabei. Eine dicke Umarmung von Jay. Ah. Ich freue mich so und ich würde dich auch immer gern persönlich treffen. Ja, was ist drin? Lecker, einfach nur lecker, lecker, lecker. Billa Bio Früchtebites, Himbeer, Kakao, oh, Dorfpflaume lieb ich und Cashewkerne lieb ich und das klingt total toll. Kommt aus dem Billa, österreichischer Supermarkt und ja, Himbeeren
Und ich muss aufpassen, dass mein Sohn die nicht sieht. Also das sind welche, da müsste ich echt aufpassen, dass er die nicht entdeckt, weil sonst sind die weg. Dann sind hier noch mehr Naschis. Da haben wir noch Marzipan, Taler, Kirsche und noch so leckere kleine Schokokügelchen. Mega 1, 2, 3 und ja, da könnt ihr noch was verborgen. Also so leckere Schokokügelchen. Und dann haben wir hier eine Look Fantastic Tasche und noch mehr Schokokügelchen. Hier und Schoko. Ja, mega. Und jetzt noch eine schöne Look Fantastic Tasche. Ja, mega. Ich sehe schon irgendwie alles. Es ist, du bist verrückt. Also ich kann nicht mehr sagen. Ich bin hier am Stottern und du bist verrückt. Also, ja, ich finde erst einmal die Tasche richtig süß. Was mir jetzt spontan fehlt, ich habe so eine einmal in, glaube ich, Türkis von Look Fantastic. Und die hat hier oben so einen Henkel und den nimmt mein Sohn immer zum Duschen. Im Wohnwagen hat er den und die nimmt er dann immer zum Duschen mit. Und hier fehlt mir irgendwie so der Henkel dafür. Aber ja, kann man natürlich auch so tragen. Also, oi, oi, oi. Also. Erstes Produkt, Sheehand Laboratories. Satinschaum für die Hände mit Urea 5% zieht sofort ein. Das Ganze ist vegan. Dermokosmetik für die empfindliche Haut dermatologisch getestet. Oh, das klingt aber voll spannend. Das Ganze kommt aus Slowenien. Und ja. Zuckerrüben, Aminosäure, Urea, Avocadoöl, Vitamin E, Allantonin, Panthenol und Provitamin B5. Schön, also das klingt total gut. Vor allem Handpflege jetzt in der kühlen Jahreszeit brauchen wir immer. Mein Sohn hat ja, ein bisschen Schwierigkeiten mit der Haut, vor allem auch an den Händen im Winter. Und das darf der auch ausprobieren. Also auf jeden Fall, ich weiß nicht, wahrscheinlich müsste man es nicht schütteln. Oder müsste es. Hätte man schütteln müssen? Nee, das muss man nicht schütteln. Normalerweise diese Sachen sollte man eher nicht schütteln. Und ich denke, die Basis fühlt sich ja mal schon so an, dass es mega schnell auch einzieht. Oh ja. Sofort ist es eingezogen, pflegt die Hände. Und man merkt natürlich gleich, dass da, ja, ich sag mal, Avocado und sowas drin ist. Das ist unheimlich pflegend. Also ist ein kleiner Film auf der Haut, aber das ist ja gerade auch das Pflegende. Wenn jetzt alles einziehen würde sofort, dann wäre ja auch alles weg. Ja, es fühlt sich einfach schön gepflegt an. Das ist ein Produkt. Natürlich kenne ich das nicht, wenn das jetzt ja, nicht aus dem deutschsprachigen Raum ist. Aber sehr, sehr schön. Also freue ich mich echt drüber. Vielen, vielen Dank. Nächstes Produkt, und das kenne ich nicht, das ist von REN, Clean Skin Care Overnight Glow Dark Spot Sleeping Cream. Weiß ich jetzt nicht genau, ob das, also das ist auf jeden Fall eine Nachtcreme, aber was dieses Dark Spot bedeutet, ob das bedeutet, dass das irgendwie dann vielleicht sogar Pickel austrocknet, und Spot ist ja nicht das ganze Gesicht, sondern dann für einzelne Hautpartien, wie jetzt zum Beispiel auf dem Pickel oder so, muss ich tatsächlich einmal nachlesen. Kann ich jetzt, ja, da steht hinten noch nicht so viel drauf. Muss ich tatsächlich ein bisschen googeln und gucken, was das alles kann. Aber ja, klingt spannend. Das nächste ist von Look by Bipa. Simple Me Under Eye Powder. Das ist zum Aufhellen der unteren Augenpartie. Und sowas benutze ich tatsächlich öfters. Also ich habe mehrere solche Tiegelchen auch da stehen rein und so. Und dann die dunklen Stellen. Ich habe hier wirklich dunkle Stellen. Dann ein bisschen aufhellen. Ja, sehr, sehr schön. Du hast so viel besondere Produkte drin. Das nächste kenne ich auch noch überhaupt nicht. Das hat eine richtig coole Verpackung mit so Blüten drauf. Die Marke heißt Chloren oder so. Laboratories. Oh Gott. Chloren Shampooing Sec Extra Dux. Okay, das ist Französisch. Ich schätze mal, das ist ein Trockenshampoo. Das wird ja wohl nicht ein normales Shampoo sein. Ich denke jetzt, ja, das ist auf jeden Fall aus der My Little Box, steht noch irgendwie drauf. Okay. War in der My Little Box wohl mal irgendwann drin und ich tippe drauf, dass das ein Trockenshampoo ist. Weil normales Shampoo, das glaube ich nicht. Das ist ja wirklich so ein richtiger Sprüher. Ja, mal gucken. Ich teste jetzt mal. Vielleicht kommt jetzt Shampoo raus oder Trockenshampoo. Ja, riecht sehr, sehr frisch. Das ist auf jeden Fall Trockenshampoo und kein richtiges Shampoo. Super. Also Trockenshampoo verwende ich sehr gerne und bin aber bald am Umstellen. Also ich sage mal, ich nehme jetzt mal alle Sprühflaschen, die ich noch zu Hause habe, möchte ich jetzt noch fertig nehmen
Und dann möchte ich mal auf diese Pulver umsteigen. Die sind halt auch nachhaltiger verpackt jetzt als diese Sprühsachen. Und ja, bin ich noch ein bisschen am Durchtesten. Freue ich mich schon drauf, dann das auch einmal zu probieren. Aber vorher werde ich noch die ganzen Sprühsachen wegmachen. Und dieses Ding hier, das hat, ich weiß gar nicht, 50 Milliliter, ist doch relativ klein und dafür eben perfekt auch für einen Wohnwagen oder für einen Urlaub geeignet. Das gefällt mir wieder richtig gut. Also so kleine, die kommen bei mir immer in die Reisetasche rein. Oh ja, das klingt auch irgendwie cool und teuer. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. 111 Skin aus London. Rose Gold Radiance Booster. Illuminateur. Also ein Booster und Illuminateur. Da werden, aber es wird jetzt wohl kein Highlighter sein. Ich schätze mal, das ist irgendein Serum, das auch ein bisschen ja, Glow einfach verleiht. Ich gucke gerade, ob da noch irgendwas Deutsches hinten drauf steht oder nur Französisch. Ja, irgendwas mit Gold und so. Machen wir es mal auf. Gucken wir mal rein, was das ist. Wow, krass. Also das ist mal eine ganz krasse Flasche. Richtig elegant. Okay, ich habe jetzt halt von der Handcreme noch richtig klebrige Finger. Deswegen sieht man da jetzt jeden Fingerabdruck. Wow, das erinnert mich so ein bisschen an Fix and Rouge. Die hatten doch auch sowas. Cool. Also es kommt gleich auf meinen Schminktisch. Und es ist tatsächlich so ein Serum oder ein Primer, wo ein bisschen einfach Glow verleiht. Und ich habe ja auch trockene Haut und habe immer relativ wenig Glow. Also ich nehme wirklich eine fetthaltige Creme oder so. Oder eben so etwas. Es riecht nach gar nichts, oder? Sehr geruchsneutral. Schön. Also über das freue ich mich sehr. Das fühlt sich sehr, sehr feuchtigkeitsspendend an. Echt cool. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz drauf gucken. Glycerin als zweiter Inhaltsstoff, Glykol und dann Niacinamide. Das ist was Krasses. Also ich finde das cool. Vielen, vielen Dank dafür. Also eine echt coole Neuentdeckung. Ich freue mich schon. Eben weil es so irgendwie nach gar nichts riecht, glaube ich, dass ich das relativ gut vertragen werde im Gesicht. Also wenn es jetzt stark beduftet wäre, hätte ich jetzt Vorurteile vielleicht schon. Aber das riecht nach gar nichts. Also ich freue mich drauf. Vielen Dank. Du bist ja wahnsinnig. Was liegen denn da für Sachen drin? Das nächste ist ja wieder so ein Klopfer, oder? Das ist von Tarte Man Eater eine Mascara. Oh mein Gott. Ich lasse sie jetzt aber noch zu, weil ich habe gerade eben frische aufgemacht und meine alten entsorgt. Das heißt, ich lasse es noch zu, weil sonst trocknet die mir vielleicht zu schnell auf. Und ich möchte natürlich auch gerne lange und viel nutzen können. Oh, wie toll. Wie toll. Wo kommt denn das her? New York. Oh. Wie cool. Also ich kenne von Tarte, habe ich momentan einen Eyeliner in Anwendung. Der ist richtig gut, finde ich. Man muss halt aufpassen. Also der ist nicht so leicht zum Benutzen. Wenn man ihn zu schräg hält, verläuft es auf dem Auge. Man muss ihn wirklich ganz, ganz gerade halten. Ich finde ihn echt gut. Der war auch mal, der war in der My Little Box drin, den ich gerade habe. Und jetzt noch eine Mascara dazu. Oh, wie cool. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Das nächste ist eine Haarkappe, Haircap von Starskin. Das, ich muss jetzt gerade mal gucken. Da ist noch mal so ein Starskin drin, ob das dazugehört. Ja, ich meine ja. Ich meine, das gehört zusammen. Also, das eine ist von Starskin Nourishing Coconut. Ich sag's nochmal, Coconut. Ich denke nur an Urlaub, ja. Eine Haarmaske, Hot Oil. Also wahrscheinlich muss man das sogar warm machen oder so. Nourishing, also feuchtigkeitsspendend, organisch, gemacht in Korea mit Liebe. Und das muss man tatsächlich in der Mikrowelle erwärmen. 20 Sekunden bis 30 Sekunden. Dann nimmt man dieses hier und gibt es dann irgendwie auf die Haare und lässt das Ganze 20 Minuten einziehen und dann kann man sich's runterwaschen. Das ist so ein richtiger Me-Time-Moment, wenn man das einmal abends ganz in Ruhe macht oder so. Dann kann man sich nebenher irgendwie, weiß ich nicht, ich wollte gerade sagen, noch die Chips fürs Sofa richten. Nein, irgendwas anderes machen, weil sie nicht Fingernägel lackieren oder keine Ahnung was. Ja, und dann kann man da unter die Dusche gehen. Das ist cool, das hatte ich auch noch nie. Also cool, cool, cool. Eine Haircup und eine passende Kokosnussmaske dazu.
Voll genial. Das nächste hatte ich nicht in meiner Glossybox. Und zwar gab es die mal in der Glossybox. Und ich hatte die andere Variante, die schwarze, die so die Mitesser rausziehen soll oder eben ein bisschen so klären soll. Und das war die andere Variante, die bei mir nicht drin war. Show You Glow. Das ist eine Beauty Mask mit Honig. Und die soll Anti-Aging sein, also sehr cool. Und ich war ein bisschen traurig, dass ich die nicht drin hatte und freue mich jetzt umso mehr, dass ich die austesten kann. Vielen, vielen Dank. Cool, weiter geht's mit einer grünen Teemaske. Grüner Tee habe ich momentan ein Gesichtspeeling gerade und ich mag den Duft eigentlich voll gerne. Die ist mit Aloe Vera und grünem Tee. Ich finde, die passt perfekt eigentlich so als After-Sun-Mask auch ins Reisegepäck für den Urlaub. Woher kommt denn die? Kommt die auch aus Korea? Ne, die kommt aus Österreich, gemacht in Österreich, in Leobendorf. Okay, ja, super. Also durch die Inhaltsstoffe überlege ich, ob ich die wirklich, Aloe ist der zweite Inhaltsstoff, ob ich die wirklich einfach ins Urlaubsgepäck packe, weil die kann ich da voll gut brauchen. Da habe ich jetzt schon 2 oder 3 drin und die noch ergänzend, weil das finde ich so toll, wenn man dann einfach einen Sonnentag hatte und dann vom Strand zurückkommt oder so und dann abends dann diese Maske drauf machen kann. Das ist einfach nur genial. Vielen Dank. Letztes Produkt und das ist was Cooles. Lano Lips, das ist ein Multi-Balm in Kokosnuss. Echt jetzt? Das sind so Palmen drauf und es ist tatsächlich in Kokosnuss, mit Kokosnussduft. Oh. Oh, das gibt's doch nicht. Was findest du alles Cooles? Hammer. Also, so schaut's aus und echt cool. Ich habe da letztens von Nicole Unbox Butterfly schon einen bekommen in Erdbeerduft. Ich kenne die Marke vorher noch gar nicht. Und das ist echt cool. Oh ja. So, jetzt habe ich ja gerade Lippenstift drauf. Soll ich es jetzt drüber schmieren? Das kann ich jetzt schlecht machen. Aber wenn es Multibalm ist, könnte man es ja auch für was anderes nehmen. Aber, oh, es riecht voll gut. Da habe ich jetzt wieder richtig coole neue Produkte zum Testen. So viel tolle Sachen. Liebe Jay, ich bedanke mich für dieses Paket ganz, ganz herzlich. Du hast ja so viel Mühe gemacht und das sind wirklich so tolle Sachen. Du kennst mich sehr, sehr gut. Wir kennen uns jetzt schon über ein Jahr, würde ich sagen. Oh, voll, voll schön. Ich kann nur sagen, danke und ich bin dran, wenn wir uns treffen, mit einladen. Gell? Da kämen wir auf ein Café-Chi in Wien und ich freue mich da voll drauf. Vergesst nicht meinen Rabattcode von Oceans Apart und benutzt generell immer Rabattcodes. Wenn ihr welche findet, nutzt welche, weil dadurch könnt ihr doch noch einiges sparen und die Firmen rechnen ja auch damit, dass ihr die benutzt. Also keine Hemmungen, nutzt ihn und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Durchstöbern. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag.